Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Neuerscheinungsvideo. In diesem Video möchte ich euch die Bücher vorstellen, die im März 2024 herauskommen werden. Ein Messemonat. Dementsprechend habe ich hier einiges an der Zahl mitgebracht. Und damit genug Worte vorweg, beginnen wir wie immer in voraussichtlich chronologischer Reihenfolge. Ist ja immer so eine Sache, ne? Aber wir sind mal gute Dinge. Unten in der Infobox alles wie immer verlinkt. Ihr kennt das Spiel. Das erste Buch erscheint aller Voraussicht nach am 4. März. Ja, hast du es mitgekriegt? I gotcha. Ich wurde beim letzten Mal nämlich getadelt, dass es ja gar nicht voraussichtlich nach heißt, sondern entweder voraussichtlich oder aller Voraussicht nach. Du, ich verstehe das total. Jeden sein Spleen, ne? Also mir kräuseln sich ja auch immer die Nackenhaare, wenn jemand Hauptprotagonistin sagt. So, also wie gesagt, 4. März erscheint denn jetzt der 6. Zweite Teil. Also der sechste Band wurde im deutschen Jahr aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. Teil 1 hatte ich bereits schon aus den Augen verloren. Also ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der ja bereits im Januar erschienen war. Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil der sechste Band hat jetzt so lange gedauert in der Übersetzung, dass ich den Faden von dieser ganzen Reihe irgendwie verloren habe. Eigentlich erst einmal die komplette Reihe nochmal neu lesen müsste, bevor ich mir dann das Ende reinziehe. Und da habe ich die Zeit nicht für und auch die Motivation nicht so richtig für. Was mega schade ist, weil ich habe diese Reihe wirklich geliebt. Also die Reihe um Red Rising fand ich wirklich großartig. Das war richtig klassisch. Dystopische Sci-Fi-Fantasy. Ich habe alles daran geliebt. Das war ein sehr starkes Kriegssetting. Es war super spannend. Epischen, krassen Charakteren, so generell wie diese Geschichten aufgebaut wurden. Das war wirklich ein Epos. Im Prinzip ist es ein Epos. Und dann geht das Ding ja jetzt nun auch eigentlich ins große Finale. Ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht mittlerweile geplant ist, noch mehr Bände hinten ranzuhängen. Aber eigentlich war das als Doppeltrilogie geplant. Wie Star Wars? Ja, genau. Genau so. Ich weiß gar nicht so genau, was ich damit machen soll. Also eigentlich müsste ich sie mir wahrscheinlich einfach so kaufen und dann mal sehen, wie ich das in irgendeiner freien Minute dann das gehandelt bekomme oder mal reinlesen und mal gucken, ob ich doch den Anschluss noch bekomme. Aber ich kriege das nicht mehr so zusammen, weil es passiert alles wahnsinnig viel. Es passiert in einer ziemlichen Detaildichte. Das sind Bücher, die eine gewisse Aufmerksamkeit verlangen und die eben auch ganz viele Fäden spinnen, die dann irgendwann wieder zusammenkommen. Und wenn du die Fäden nicht so mehr so halbwegs auf dem Schirm hast, könnte das schwierig werden. Aber wie gesagt, jetzt, ne, im März dann der zweite Teil des sechsten Bandes. Weiter geht es. Wir lassen uns nicht von den Lichtverhältnissen stören. Also Sonne, ich finde das ja ganz, ganz toll, ne? Aber naja, gut. Voraussichtlich am 7. März, ich gebe mir Mühe, erscheint jetzt auch einfach selbstbestimmt Texte zur Lebensrealität jenseits der Geschlechternormen. In diesem Buch geht es um Trans-Sternchen-Menschen, beziehungsweise um dieses Thema oder diese Lebensrealität von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wir haben hier drinnen nämlich 20 Texte, die sowohl von AktivistInnen, PsychologInnen, WissenschaftlerInnen und halt Betroffenen geschrieben wurden, die das ganze Thema nochmal einmal so rundum aufgreifen, auf eine Wissensbasis zu bringen, so dass man überhaupt erstmal weiß, worüber genau redet man denn dort. Denn in dieser Debatte ist ja auch durchaus Bewegung drin, ne? Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also es gibt durchaus auch Gesetzesmäßigkeiten, was hier auch drin steht, nämlich die geplante Selbstbestimmungsgesetze, die dem Ganzen ja durchaus entgegenkommen. Es gibt aber natürlich auch viele und sehr scharf, sehr hasserfüllte Gegenbewegungen. Insbesondere eine gewisse Buchautorin treibt das Thema ja auch immer wieder durch Social Media. Unabhängig der Hitzigkeit, sich eine gewisse durchaus auch Gefühls-, aber auch Faktenlage sich zu schaffen. So, worüber redet man da eigentlich? Dafür erhoffe ich mir, dass dieses Buch hier einen guten Einstieg bietet. Und das verspricht dieses Buch eben auch, ne? Dass es ein differenziertes, unaufgeregtes Bild entstehen lässt, wie ein Leben jenseits der Geschlechternorm ist oder aussehen könnte. Schon allein bildungstechnisch, um seinen eigenen Horizont zu erweitern, über seinen Tellerrand hinaus zu blicken, durchaus ein Buch, was man sich mal auf die Liste schreiben könnte. Dann erscheint am 7. März voraussichtlich Das Gras auf unserer Seite. Auch hier geht es im Prinzip um Lebensmodelle, jetzt hier allerdings auf allgemein Frau hinbezogen, beziehungsweise wir haben hier drei Frauen, die Mitte 40 sind, glaube ich, hieß es, die weder einen Kinderwunsch verspüren, noch den Wunsch, in einer festen Partnerschaft sich einfinden zu müssen. Doch damit wir dann einen Roman haben, überschlagen sich natürlich die Ereignisse. Es passiert anscheinend irgendwie überraschende Ereignisse, sorgen dafür, dass eine von ihnen, eine Schauspielerin, die Stadt verlassen muss, dann feststellt, dass sie schwanger ist und eigentlich nicht so genau weiß, von wem. Die zweite wird aus ihrer WG geworfen und muss nun notgedrungen zu ihrem Freund ziehen.
der das schon lange will und der jetzt irgendwie nach einem Nest für die beiden sucht, während sie eigentlich lieber ihr eigenes Zimmer hätte, am liebsten noch ihre eigene Wohnung. Und die dritte kommt nun anscheinend ihrer Jugendliebe näher, als sie für ihre Mutter wieder zurück in die Heimat fährt, um sie in einem Pflegeheim irgendwie einzugewöhnen. Und nun heißt es hier, jede der drei Frauen steht vor einer Entscheidung und die Gesellschaft scheinte sehr genau zu wissen, wie sie ausfallen sollte. Also, ja, das ist dieses klassische Thema von, dass von Frauen nach wie vor erwartet wird, zu heiraten, eine Familie zu gründen und ihre Lebenserfüllung in der Mutterschaft zu finden. Also, ich kenne das aus meinem eigenen Alltag heraus durchaus auch sehr gut, dass dort immer noch dieses Rollenklischee dahinter steht. So, ne? Also, so als hier ja sogar der Mitte 40 noch Single und unverheiratet, ohne Familie zu sein und das auch noch zu wollen, wird ganz häufig so ausgelegt, als, naja, der Richtige war ja nur noch nicht da. Das bereust du doch später oder. Also es wird erstaunlich selten wirklich als frei gewählte Entscheidung akzeptiert. Diese Thematik soll nun hier auch mit einem unverwechselbaren Sound und großen Witz erzählt werden. Dementsprechend dachte ich, schreibe ich mir dieses Buch mal auf die Liste. Und damit gehen wir mal ein bisschen weiter in die Unterhaltungsrichtung, nämlich am 11. März erscheint dann Mayfair House. Und dann in einem super langen Untertitel: Oben lädt Madame zum Ball der Saison, unten plant die Dienstmädchen den Raub des Jahrhunderts. Und das hat mir gereicht. Das fand ich super witzig. So schlagzeilenmäßig heißt sie auch noch Ocean's 8. Den Film habe ich nie gesehen, aber ich fand schon die Trailer nicht gut. Aber die Ocean's 11-Filme, die fand ich gar nicht so schlecht. Meets Downton Abbey. Und genauso klang es auch. Also es klang halt irgendwie witzig, es klang unterhaltsam. Wir haben hier natürlich dieses historische Setting und wir haben hier, wie es heißt, voller Eleganz und Esprit die Geschichte eines atemberaubenden Rachefeldzugs und einer schillernden Gruppe Frauen, die sich nehmen, was ihnen zusteht. Klang super witzig. Nur einen Tag später, am 12. März, erscheint dann Issa. Eine bewegende und zutiefst berührendes Porträt einer Familie voller starker Frauen. Also auch hier haben wir wieder grob gesagt das Thema Identität. Wir haben hier eine junge Frau, die schwanger ist und jetzt von ihrer Mutter wieder zurück in die alte Heimat, glaube ich, anscheinend geschleppt wird, um dort den heilsamen Weg der Rituale zu gehen unter den Adleraugen aller ihrer Omas. Sprich, wir haben hier eben die Problematik, dass sie in Frankfurt als Schwarze angesehen wird, in dieser alten Heimat, allerdings als Deutsch gilt. So viel zum Aufhänger. Es heißt hier allerdings, dass wir letztlich in das Leben von fünf Frauen reingucken werden, dessen Lebensgeschichten miteinander verwoben sind und was über mehrere Jahrhunderte auseinanderliegt und doch über die Linien kolonialer Ausbeutung und das Streben nach Selbstbestimmung verbunden ist. Ein empowerndes und kraftvolles, ein eindringliches Debüt. Also das klingt hier nach einem großen Buch, nach härterem Tobak, nach einer ernsteren Thematik, nach einer Thematik, einer Lebensrealität, mit der man sich mal beschäftigen könnte. Nicht wahr? Wie gesagt, das ist generell so ein bisschen das Thema im März oder könnte es sein. Dennoch einmal kurz zum Thema Unterhaltung. Am 14. März erscheint ja Die Nacht der Königinnen. Bei diesem Buch bin ich mir ein wenig unsicher. Es gab aber hier so ein paar Schlagworte, die mich dann irgendwie doch interessiert haben. Also zunächst einmal haben wir hier so ein Königreich-Setting, was ich ja immer so ein bisschen eher so tendenziell kritischer gegenüberstehe. Allerdings, wir haben jetzt hier nun die Position, dass der König, der junge König Gideon, nun irgendwie so eine Veranstaltung plant, um dort halt seine Königin zu wählen. Alix muss nun ebenfalls an diesem Ball teilnehmen, weil sie halt aus einem Adelshaus kommt, allerdings aus einem eher niedrigeren Rang, weshalb sie sich keine großen Sorgen macht, dass sie da groß auffallen wird. Guckt sich dieses Spektakel so eher aus der zweiten, dritten Reihe an. Aber natürlich ist an diesem Königshause nichts so, wie sie es erwartet hätte. Das zerrt alles sehr an der Substanz. Und spätestens als sie dann aus ihrem Zimmer ein Gemälde irgendwie abhängen will, was diesen König zeigt und das irgendwie beschädigt und am nächsten Tag er dann live in Farbe vor ihr steht mit einer Verletzung, vermutlich an genau der gleichen Stelle. Spätestens dort hat sie dann seine Aufmerksamkeit erweckt. Sprich, wir haben hier einen Magiefaktor mit drinne. Und dann ändert er die Regeln und alles ändert sich schlagartig. Und das heißt hier halt Selection, habe ich selbst nie gelesen, fand das alles furchtbar, was ich darüber gehört habe, trifft Tribute von Panem. Bam, 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 bam. Tribute von Panem für mich immer noch ein positives Schlagwort. Bücher, die ich in meiner jüngeren Zeit vergöttert habe, denen ich immer noch mit positiver Erinnerung zurückblicke. Fesselnde
Empowerment-Fantasy. Also wie gesagt, auf der einen Seite haben wir hier, dass das ein Jugendbuch ist, eher nur Red Flag mittlerweile. Dass das hier so ein Königshaus-Setting ist, eher nicht so berauschend. Auf der anderen Seite aber erhoffe ich mir hier eine gewisse Form von Brutalität durch Tribute von Panem, die hier erwähnt werden. Ein Macht- und Intrigenspiel wäre schön, wenn sich das entfesseln würde. Ein Empowerment, also ich hoffe mir dann hier auf eine starke Protagonistin und eben auch so dieser gewisse Fantasy-Faktor, ne? Also das sind so die positiven Aspekte. Wie gesagt, das ist hier so ein Buch, kann, muss nicht. Es ist super schwer zu sagen, was dieses Buch jetzt wirklich kann. Ja, wie gesagt, schwer zu sagen. So ein bisschen unter Vorbehalt, aber es gab durchaus so ein paar Punkte, die dann doch mein Interesse geweckt haben, weshalb ich dieses Buch hier zumindest einmal vorstellen wollte. Und zu guter Letzt werden wir dann tendenziell doch wieder so ein bisschen politischer, voraussichtlich nach, oh, Entschuldigung, aller Voraussicht nach, am 27. März erscheint dann das Zeitalter des Zorns, eine Geschichte der Gegenwart. So generell die Debattenkultur irgendwie verroht, man hört das ja auch überall, ne? Also so Diskussionen sind überall verroht. Die Medienlandschaft tut nicht mehr ihren Job, beziehungsweise sind auch irgendwie nur noch nach Schlagzeilen aus. Also politische Diskurse im Fernsehen kannst du dir ja gar nicht mehr angucken. Und es rauscht an allen Ecken und Enden. Ne? So seien es jetzt irgendwie Amokläufer, sei es der IS, sei es Donald Trump, sei es Putin, also sprich Kriege, rachsüchtiger Nationalismus, bis hin zum Rassismus, Frauenfeindlichkeit in Social Medien. Also you name it. Das ist die Thematik in diesem Buch, beziehungsweise das Thema, worum sich der Autor hier befasst. Und erstaunlicherweise geht er. Oder es wirft da seinen ersten Blick in die Vergangenheit, denn das ist keineswegs neu. Geschichte wiederholt sich. Man lernt irgendwie, die Menschheit lernt irgendwie nicht. Allerdings kommt natürlich heute etwas Erschwerendes, in diesem Punkt vermutlich Erschwerendes hinzu, nämlich Massenmedien, Massenkommunikation, die natürlich auch Hass und Hetze in einem wahnsinnigen Tempo verbreiten. Generell Technologie und das Streben nach Reichtum, Individualismus von Millionen von Menschen. Eine demoralisierte Welt, also er zeichnet hier nicht unbedingt ein positives Bild. Mich würde durchaus interessieren, wo genau er letztendlich hin will. Also was für eine geschichtliche Aufarbeitung kann man vermutlich erwarten. Und ich erhoffe mir natürlich auch einen Einblick darin zu bekommen, wie diese Mechanismen nun eigentlich funktionieren, warum das so ist, was das begünstigt, was es vielleicht auch erschwert, beziehungsweise wie man dem vielleicht Einhalt gebieten könnte. Also ich erwarte mir hier im Prinzip eine gewisse Analyse. Allerdings, und das ist halt so das Manko, der Autor ist kein Wissenschaftler. Kann das sein? Der bringt kein eine eigene Forschung mit. Er ist doch, glaube ich, nicht einmal Journalist, oder? Es heißt hier nämlich ein britisch-indischer Intellektueller. Ist das hier wieder ein Meinungswerk? Sitze ich hier wieder ein Meinungswerk auf? Weil da hätte ich gar keinen Bock drauf. Es heißt hier nämlich auch eine brillante und höchst aktuelle Deutung der Gegenwart, wie sie nur ein wahrhaft globaler Intellektueller vorlegen kann. Zweischneidiges Schwert. Das ist jetzt auch als, oder erscheint jetzt auch als Taschenbuch. Als Hardcover-Ausgabe gab es das bereits. Möglicherweise hat ja der ein oder andere von euch schon die Erfahrung mit diesem Buch gemacht und kann mir dort mehr darüber berichten. Würde mich freuen. Und das war's dann auch. Das waren die Bücher gewesen, die im März jetzt erscheinen werden. Wie gesagt, viele interessante Bücher. Sowohl das Thema Unterhaltung abdeckend als auch das Thema Identität. Wie immer viele Bücher, die um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren, um unsere Lesezeit konkurrieren, wird man zwangsläufig aussortieren müssen. Man kann vielleicht auch das ein oder andere Buch in den April damit reinziehen, weil da sieht es für mich persönlich eher ein bisschen mau aus, muss ich sagen. So viel dazu, das war es dann auch soweit von meiner Seite aus. Ich wünsche euch dann noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!